Hallihallo Freunde und ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Let's Go Evoli. In der letzten Folge haben wir hier den Vertania-Wald betreten und hier scheinen sich ja ganz schön viele Pokémon rumzutreiben. Allerdings nichts, wo ich sonderlich großes Interesse dran hätte. Anscheinend kann man hier auch wieder irgendwie chainen oder so, habe ich mitgekriegt. Da weiß ich aber nicht, muss ich ausprobieren. Und man bekommt Bisasamen wohl nur so. Ich habe nämlich wahnsinnig Lust auf Bisasamen. Ich muss mal gucken. Ich habe ja generell noch keinen Kampf gegen irgendwie ein wildes Pokémon gemacht, wie genau das aussieht. Ich weiß, dass man wilde Pokémon nicht mehr angreifen kann. Zumindest in diesem Spiel. Das soll ja, es ist ja so eine Art Spin-off, weil wir ein anderes Fangsystem bzw. ein anderes Kampfsystem gegen wilde Pokémon haben und ein bisschen was an den Mechaniken geändert wurde. Ich würde es jetzt aber eigentlich, ehrlich gesagt, das war mein Discord, Entschuldigung. Ich würde es jetzt ehrlich gesagt gar kein Spin-off nennen. Da haben wir ein Item versteckt. Mit 5 Pokébällen. Geil, geil, geil. Ist für mich eher ein Remake. Wollen wir? Komm, wir kämpfen mal gegen das Hornliu hier. Ein wildes Hornliu erscheint. Ja, nee, ich möchte eigentlich. Oh. Wo sehe ich denn, wohin ich ziele? Ich weiß leider noch nicht so ganz, wie ich sehe, wohin ich ziele, beziehungsweise wohin ich werfe. Das macht das Ganze ein bisschen schwieriger. Ah, so bekommen wir aber trotzdem Erfahrungspunkte. Und ein Hornliu. Das jetzt in unserem Team ist. Aber wie genau das dann im Endeffekt funktionieren soll, man weiß es nicht. Und mit Mann meine ich mich. Und mit Wissen meine ich tatsächlich Wissen. So, kämpfen wir erstmal gegen diesen Käfersammler. André. Käfersammler André mit seinem Raupi. Ich bleib bei Hornliu. Ich habe überlegt, also Smetbu oder Bibor würde ich gerne ins Team nehmen. Beide wären dann zu viel. Aber ich glaube, ich bleib dieses Mal bei Bibor. Weißt du, Smetbu habe ich sonst halt immer genommen. Und ich weiß, ich hatte mein allererstes Pokémon-Spiel war ja Pokémon Feuerrot. Und ich weiß, dass ich da einen Bibor hatte. Damals, als es rausgekommen ist, 2003. Da war Klein Daro 6 Jahre alt. War das zweite? Doch, das war 2003, ne? Ja. Ich erzähle jetzt gerade keinen Mist. Es müsste, oder? Wenn, es tut mir leid, wenn ich falsch liege. Dann korrigiert mich bitte, aber es müsste 2003 gewesen sein. Damals. Ich wollte ein Pokémon fallen und habe einen Pokéball nach dem anderen geworfen. Dann sind sie mir ausgegangen. Du solltest immer genug Pokébälle dabei haben. Das war ein lautes Hornliu. Und ich bin voll reingerannt. Ein riesiges Hornliu. Fangen das jetzt einfach mal und werde es vermutlich. Ich weiß nicht, wenn es so ist wie bei Pokémon Go. Fangserie. Ha. Dann brauchen wir ja mehrere Pokémon, um unsere Pokémon aufzuleveln. Ich denke mal nicht, dass es so ist, weil wir ja ganz normal Erfahrung für unsere Pokémon kriegen. Allerdings haben wir ja auch gerade eine Fangserie gekriegt. Ich bin unsicher. Ich gehe da doch lieber auf Nummer sicher. Ich bin jetzt einfach dem Trainer ausgewichen. Das will ich nicht. Ich will dich schon mitnehmen. Kämpf mal gegen mich. Ich möchte hier schon alles mitnehmen. Alles. Theo. Mit einem Kokuna, das vermutlich wieder Härtner spammen wird. Das sind so die nervigsten Trainer.
Oh, aber wir machen doch... Der Kampf wird nicht so lang dauern anscheinend. Evoli macht für ein Starter-Pokémon echt viel Schaden. Nintendo ist ja auch gerade gut dabei, Evoli zu so einem zweiten Maskottchen zu machen. Ja, statt neben Pikachu. Wird es im Moment richtig viel rausgekloppt, seien es Evoli-Pokémon-Karten. In jedem neuen Set an Pokémon-Karten, das rauskommt, ist mindestens eine Evoli-Karte drin. Sei es Plüschtiere, es gibt 20 Millionen neue Evoli-Plüschtiere. Und wir kriegen Pokébälle durch gewonnene Kämpfe. Aha. Und anscheinend haben wir auch die ganze Zeit einen EP-Teiler an. Das heißt, unser ganzes Team... Das ging voll daneben. Ich bin immer noch nicht ganz sicher mit dem Werfen. Naja, wie auch immer. Was wollte ich jetzt gerade erzählen? Ach so, dass unser ganzes Pokémon-Team Erfahrung kriegt. Für gewonnene Kämpfe, für... Fänge. Das heißt, die Erfahrung, die wir verlieren, dadurch, dass wir nicht grinden können, kriegen wir so ja schon wieder rein. Allerdings kann es sein, dass wir dann schnell überleveln. Mir wäre es lieber gewesen, wenn wir das wie bei Pokémon X und Y an- und ausstellen könnten. Dass wir sagen, entweder kriegt ein Pokémon die ganze Erfahrung oder alle Pokémon kriegen ein bisschen Erfahrung. Das fand ich tatsächlich bei X und Y sehr gut gelöst. Da kloppen wir erstmal das Taubsi um. Bah, Level 4, du solltest dich mir nicht in den Weg stellen. Kleiner Vogel. Und irgendwie kann man ja auch... Ich habe das mit dem Multiplayer auch noch nicht ausprobiert. Theoretisch kann man ja, wenn man... sollte man Freunde haben, ich besitze so etwas ja nicht, kann man das auch zu zweit spielen und dann Doppelkämpfe machen. Weiß allerdings nicht, ob dann nur einer mit zwei Pokémon kämpft und der andere weiterhin mit einem oder ob dann die Gegner auch zwei Pokémänner haben. Wir haben es gleich schon durch den Vertania-Wald geschafft. Das ging ja richtig flott. Ich habe befürchtet, dass es länger geht. So, hier rechts unten haben wir noch ein verstecktes Item. Also, versteckt in ganz großen Anführungsstrichen. Ein Pikachu. Ah! Oh! Na du? Na du süße Elektromaus. Okay, der hat gesessen. Gute Sache. Und wir haben Pikachu gefangen. Wundervoll, wundervoll, wundervoll. Das ist cool, dass wir jetzt einen Pikachu haben. Ich... denke einfach mal, dass wir Pikachu auch mit ins Team nehmen. Aber vielleicht gegebenenfalls entwickeln. Das weiß ich noch nicht. Das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. So, kann ich nicht? Doch, gegen dich kämpfe ich auch. Ich dachte gerade, irgendwie hat er nicht reagiert, als ich an ihm vorbeigelaufen bin. Deswegen habe ich ihn angesprochen. Weiß nicht, ob sein Event nicht richtig getriggert hat von Max. Käfersammler Max. Oh, das ist so cool, auch animiert. Das, ganz ehrlich, ich bin richtig gehypt auf das Pokémon-Spiel, das nächstes Jahr rauskommt. Den Hauptteil. Ich sag ja immer, ich will meine Let's Plays zeitlos halten und so. Und ich will nicht über solche zeitlichen Events sprechen. Beziehungsweise, wenn halt jemand das Let's Play in 3 Jahren gucken wollen würde, dann denkt er sich ja, haha, witzig, das Spiel ist schon seit 2 Jahren draußen. Also das nächste Pokémon-Spiel, über das ich gerade sprechen wollte. Aber wenn das ansatzweise so... liebevoll gemacht ist, wie das hier, dann wird das ziemlich geil. Und wir sind durch den Vertania-Wald. Das ging ja richtig flott. Je höher die WP eines Pokémon, desto höher ist seine Kampfkraft. Der Wert setzt sich angeblich irgendwie aus den einzelnen Statuswerten zusammen. Hier und dort hast du bestimmt schon mal Sträucher am Wegesrand entdeckt, oder? Wie ich höre, kann man sie mit der geheimen Technik Spaltschnitt zerschneiden und so den Weg freiräumen. Spaltschnitt. Ich kenne nur den Zerschneider. Und der befindet sich auf der MSN. Oder MS Anne, wie sie im Deutschen heißt. Und wir sind in Mamoria City. Das ging flott. Ah, du kommst wie gerufen. Wusstest du, dass es in dieser Stadt eine Pokémon-Arena gibt, Daro? Kann man gegen einen super starken Trainer antreten, den sogenannten Arena-Leiter. Gegen einen Arena-Leiter zu kämpfen, ist zwar kein Zuckerschlecken, aber wenn wir stärker werden wollen, führt kein Weg daran vorbei.
Schau mal, Evoli ist auch schon ganz heiß auf einen Arena-Kampf. Stimmt doch, oder Evoli? Ich stehe auf jeden Fall voll hinter euch hier. 5 Tränke. Mann, ihr müsst mich doch nicht mit Items so zukacken. Ich war in Spendierlaune, weil ich ein bisschen Preisgeld angespart habe, als ob du mit deinem Pikachu irgendwelche Kämpfe gewinnst. Ich bitte dich. Hoffentlich helfen sie dir dabei, den Arena-Leiter zu besiegen. Er ist nämlich ein erster wichtiger Schritt auf dem Weg zur Pokémon-Liga. Also viel Glück, ihr beiden. Ihr schafft das. Ja, wie Blau schon richtig gesagt hat, befindet sich hier in Mamoria City der erste Orden, die erste Arena. Was ich hier mache? Gut, ich schufte hier nämlich ganz schön, aber die Arbeit will kein Ende nehmen. Und hier gibt es auch was, was ich mal ganz kurz gleich zeigen will. Ich will mich nur hier ein bisschen umgucken. Ich kenne vom Spiel bis jetzt noch nicht viel. Bis auf eben das, was man aus den vorherigen Kanto-Teilen kennt und aus den Trailern, obwohl ich da auch nicht alle gesehen habe. Hier haben wir das Museum von Mamoria City. Ich denke, da gehen wir gleich mal rein. Aber viel cooler, hier haben wir diese Frau mit dem Phlegmon. Ach wirklich, Phlegmon, wieso musst du nur immer so störrisch sein? Oh, hallo, entschuldige, aber könntest du mir vielleicht einen Gefallen tun? Ja, sicher. Es ist so, eigentlich hatte ich einen Besuch im Mamoria Museum geplant, aber nun hat mein Phlegmon hier beschlossen, sich nicht vom Fleck zu bewegen. Fleck! Kannst du vielleicht hier bleiben und auf meinen Phlegmon aufpassen, bis ich wiederkomme? Es dauert auch wirklich nicht lange. Natürlich. Danke, das ist sehr freundlich von dir. Dann lasse ich euch beide mal ein Weilchen allein, ja? Das Phlegmon ist übrigens verdammt riesig. Und wir warten mit Phlegmon. Phlegmon starrt ausdruckslos vor sich hin. Du hast erfolgreich mit Phlegmon gefaulenzt. Das ist so relatable. Tief in meinem Inneren bin ich auch ein Phlegmon. Tief in unserem Inneren sind wir alle Phlegmon. Danke, dass du so gut auf mein liebes Phlegmon aufgepasst hast. Hier, das ist für dich. Eine Riesenperle, die können wir für viel Geld verkaufen. Komm doch wieder vorbei, wenn du Zeit hast. So, halt, ich möchte erst mein Pokémon heilen, mein Evoli. Die anderen Pokémon sind ja nicht angeschlagen, da sie nicht gekämpft haben und total unterlevelt sind. Und deswegen werden wir jetzt voll auf den Sack kriegen in der Arena. Nein. So, du heilst mal meine Pokémänner. Außerdem würde ich hier gern... Ich habe noch gar nicht geguckt, ob es hier überhaupt einen PC gibt. Es sind sogar wirklich die alten Sprites. Das finde ich super. Also die Sprites der dritten Generation. Haben wir überhaupt einen PC? Hallo? Hallo, hier gibt es keinen PC. Aber die zwei hier spielen an ihrer Switch. Ich tausche Pokémon mit dem Mädchen hier. Ich habe 2 Pikachu, deswegen macht es mir nicht aus, eins zu tauschen. Hallo? Wo habt ihr die Computer hingestellt? Ist das hier etwa die Zukunft? So, hier können wir auf jeden Fall nochmal die Karte angucken. Scheint sich ja... Ist echt cool mit den Häusern auch, ne? Dass man so ein bisschen das so Bilder von der Karte hat. Das gefällt mir total gut. So arg viel scheint sich hier ja nicht geändert zu haben im Vergleich zu den vorherigen Spielen. Ach, das ist der Mondberg. Ja, richtig. Die runden Dinger sind immer Orte und die eckigen sind Städte. Wie werde ich jetzt meine Hornlius los? Ha. Oder warte mal. Kann ich hier... Was ist Kommunikation? Mit Freunden spielen oder Geheimgeschenk? Okay. Es gibt Geheimgeschenk wieder. Ah, nee, das hieß früher Geheimgeschehen, gell? Ah ja, richtig. Geheimgeschehen, Geheimgeschenk, alles dasselbe. So, jetzt ist natürlich die Frage, gehen wir zuerst ins Museum oder erst in die Arena? Ich würde ja tatsächlich vorschlagen, wir gehen zuallererst in die Arena. Dann haben wir das hinter uns. Und die Arenen sehen auch so cool aus, das hat man ja in den Trailern auch schon gesehen. Es gibt tatsächlich Publikum. Und das macht das Ganze für mich nochmal ein gutes Stück cooler. Howdy, du willst in der Arena kämpfen, nehme ich an. Ich bin zwar selbst kein Pokémon-Trainer, aber ich kann gut beurteilen, ob jemand das Zeug dazu hat, den Arena-Leiter zu besiegen. Also pass auf, in der Arena von Mamoria City sind nur Trainer zugelassen, die sich mit den Wechselwirkungen zwischen den Typen auskennen. Es gibt verschiedene Typen, mit denen du dir einen Vorteil gegenüber den Gesteins-Pokémon verschaffen kannst, der hiesige Arena-Leiter in den Kampf schickt. Aber um Anfänger wie dich nicht zu überfordern, setzen wir nur 2 davon voraus, und zwar Pflanzen- und Wasser-Pokémon. Wenn du gegen eine Arena antreten willst, musst du mir entweder ein Wasser- oder Pflanzen-Pokémon zeigen. Wat? Was ist das denn? Okay, uncool.
Dann gehen wir halt doch zuerst in das Museum. Kann ich mit dir reden? Nein, ich kann nicht mit dir reden. Da hinten liegt ein Altbettstein auf dem Podest. Die Zeitschriften, das ist alles so cool gemacht. Ich finde es ein bisschen schade, dass man hier nicht einen Knopf hat, mit dem er irgendwie in die Ego-Perspektive gehen kann. Das wäre cool, dass man das so aus der Ego-Perspektive halt, wo man sich halt nur so ein bisschen umgucken kann. Ne, wie man das halt aus Zelda-Spielen oder so kennt. Halt nicht das ganze Spiel aus der Ego-Perspektive, aber dass man halt so einen Modus hat, in dem man sich ein bisschen umgucken kann und Secrets finden kann und so. Willkommen! Für Kinder beträgt der Eintritt 50 Poké-Dollar. Dann gehen wir doch mal rein. Viel Vergnügen, sagte ich bereits. Oh, Kabutops, so cool! Kabutops-Fossil, das ist ein seltenes, urzeitliches Pokémon-Fossil. Ach ja, das sagte ich bereits. Kann ich mich hier draufsetzen? Ich kann mich nicht hier draufsetzen. Das sind schlechte Stühle. Hier sind verschiedene Fossilien aufgereiht, die am Mondberg gefunden wurden. Hier wäre ein Aerodactyl, ein echtes, urzeitliches Pokémon. Halt, Fehlanzeige, es ist doch nur ein Replikat. Hätte mich auch gewundert, wenn ein Pokémon sich einfach so aufhängen lassen würde. Da ist ein Aerodactyl-Fossil. Das ist ein sehr seltenes, urzeitliches Fossil-Pokémon. Ich bin dir so dankbar, dass ich die Knochen einer solch majestätischen Kreatur mit eigenen Augen sehen darf. In der Ausstellung für diesen Monat dreht sich alles um das Thema Raumfahrt. Diese Ausstellung haben wir übrigens schon seit über 20 Jahren hier. Was haben wir denn hier? Du linst durch das Mikroskop. Was für schöne Kristalle. Meteoritenstücke. Das ist auch cool. Raumfähre. Die Entstehung des Weltalls. Weiß gar nicht, ob das authentisch ist oder so, das Bild. Das könnte tatsächlich sein. Damals setzte der erste Mensch seinen Fuß auf den Mond. Und nun, viele Jahrzehnte später, steht das nächste Ziel, der weit entfernte rote Planet, an. Ach ja, ich freue mich jedes Mal wie ein kleines Kind, wenn es Neues zum Thema Weltraum gibt. Dreidimensionales Hologramm. Es trägt den Namen Weltraumkarte. Was haben wir hier? Ein Stein. Meteorit vom Mondberg. Es handelt sich vermutlich um einen Mondstein. Sage ich doch, ein Stein. Ein Mondstein. Ich frage mich, was daran so besonders sein soll. Es sieht aus wie ein gewöhnlicher Stein. Sage ich doch, ein Stein. Das war diese Ausstellung. Das war ja viel. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge suchen wir uns ein Pflanzen-Pokémon. Und bekämpfen dann die Arena von Marmoria City. Ich hoffe, die Folge hat euch soweit gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Däumchen nach oben, da würde mich sehr freuen. Um keine weiteren Folgen zu verpassen, abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao, ciao.